Felix, das Spitzenbrezel 2018 ist bald Geschichte. Was ist dein Fazit? Wo herrscht Begeisterung? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Also Verbesserungsbedarf gibt es immer. Ja? Wir sind ja selber Unternehmer, Andy Bernd und ich, und wir sehen überall immer die Kleinigkeiten, die nicht so gut funktioniert haben. Hoffentlich haben es die Gäste und ihr nicht bemerkt, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. War ein tolles Event, bis jetzt wieder bei Bits und Brezels. Hat gestern gestartet mit der Tarana Bird, der Gründerin vom MeToo-Movement. Dann Jan Böhmermann gestern Abend, heute Morgen, mein persönliches Highlight auch, Nico Rosberg, der Formel-1-Weltmeister, der jetzt sehr viel investiert. Also das ganze Programm auf der Bühne und neben der Bühne, das Matchmaking funktioniert, das Essen ist gut, die Leute sind happy. Mit der 10% Beteiligung der Messe München bekommt ihr einen weiteren Mitbesitzer. Wie wird das euer Tagesgeschäft beeinflussen und welche neuen strategischen Perspektiven eröffnen sich damit? Unser Tagesgeschäft wird das Investment der Messe München fast gar nicht tangieren. Die Messe hat einen 10% Anteil übernommen an Bits und Brezels und ohne jegliche Einmischung in das operative Geschäft. Wollen sie auch gar nicht, wollen wir auch nicht. Wir wollen ja unabhängig bleiben, weiter unsere verrückten Ideen aufbauen. Aber natürlich gibt uns die Messe als Partner nochmal mehr Möglichkeiten, mehr Ressourcen und mehr Kredibilität, um auch noch vielleicht neue Formate zu entwickeln. Und das werden wir in den nächsten Monaten umsetzen. Gibt es Pläne, die Messe auch außerhalb von Deutschland zu etablieren? Wir haben mal jetzt dieses Jahr einen kleinen Versuch gestartet mit Bits & Brezels London. Kleines Founders-Frühstück in London. Das war unser erster Test, hat auch ganz gut funktioniert oder sehr gut funktioniert. Waren fast 200 Gründer vor Ort. Wir überlegen, wir denken nach. Auf der einen Seite wollen wir natürlich auch dieses Momentum nutzen. Auf der anderen Seite aber wollen wir auch das Bits & Brezels nicht verwässern. Ja, wir haben ja hier unsere Wurzeln hier in München. Das Bayerische ist hier ein bisschen unser Markenzeichen. Das heißt, damit gehen wir sehr vorsichtig um. Ein zentrales Thema bei Bits & Brezels 2018 ist Diversität. Die drei Gründer von Bits & Brezels sind drei männliche Unternehmen in Lederhosen. Ja. Es herrscht Erklärungs- und Verbesserungsbedarf. Einverstanden? Das stimmt. Und wo werdet ihr Verbesserungen anbringen? Wir haben ja dieses Jahr das Thema Diversity uns auf die Fahne geschrieben. Das ganze Event steht unter der Fahne, der bunten Fahne Diversity. Und wir haben in unserer Eröffnungsrede versucht, auch darzustellen, wie wir das sehen. Und zwar nicht nur rein auf Genderquote oder sowas reduziert, sondern Diversity ist ja vielfältig. Wir haben versucht, Redner aus der ganzen Welt hierher zu bekommen. Wir haben versucht, Redner mit unterschiedlichen Backgrounds hierher zu bekommen. Wir haben versucht, es jedem zu ermöglichen, hier zu uns zu kommen. Es fängt vom Essen an, das wir in allen Variationen haben, vom Gebetsraum über die Kinderbetreuung, über die Barrierefreiheit und. Also überall versuchen wir, das Bestmögliche zu tun, aber es ist uns auch sehr bewusst, wir sind nicht perfekt. Ich meine, wir sind drei männliche, weiße Veranstalter, wie du sagst, aber man weiß ja nicht, was in Zukunft sich noch tut. Ich habe ein bisschen den Eindruck bekommen, dass die Digitalisierung als größtes Thema eurer Veranstaltung, vor allem als Möglichkeit zur Verbesserung bestehender Prozesse und zum explosiven Sammeln von persönlichen Daten genutzt wird von den Unternehmen. Mögliche gesellschaftliche Auswirkungen und Risiken sind kaum ein Thema. Gibt es hier Ideen, auch einen gesellschaftlichen Diskurs zu starten und Lösungen anzudenken? Absolut, absolut. Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Ich meine, sehr viele von uns, die jetzt hier auf Bits und Brezels herumlaufen, sind wahrscheinlich große Profiteure von der Digitalisierung. Wir haben Prozesse einfacher gemacht, wir haben Effizienzen gehoben. Das ist alles schön und gut und auch wirtschaftlich sehr vernünftig. Aber das Dahinterliegende, was du gerade angesprochen hast, ist das Entscheidende, dass wir es schaffen, als Gesellschaft alle mitzunehmen. Dass wir Sachen tun, dass wir unternehmerische Aktivitäten betreiben, wo am Ende alle ein Profiteur davon sind. Und das ist ganz wichtig. Dieser Diskurs, der beginnt langsam, also diese auch Themen der Digitalisierung mal zu hinterfragen, ne, und ist das wirklich für jeden gut. Und ich gehe davon aus und ich finde das super, dass dieser Diskurs in den nächsten Jahren noch sehr viel lauter und größer werden wird. Und das finde ich wichtig und richtig. Gibt es bei den vielen Startups, die du auch gesehen hast während der drei Tage hier, Unternehmen, wo du sagst, sie haben mich so überzeugt, da bin ich so begeistert, da würde ich morgen investieren? Ja, wir sind vorhin selber mal kurz durch unsere Startup Exhibition durchgelaufen, haben hochspannende Sachen gesehen, vom Medizinroboter über neue Food-Technologien. Bin selber positiv überrascht, aber einzelne Namen möchte ich jetzt nicht nennen, weil wenn ich das tue, dann wird nämlich gleich die Bewertung steigen. Zum Schluss des Interviews hast du noch zwei Wünsche frei. Wie sehen die aus? Der erste Wunsch ist, dass alle Bits & Brezels-Teilnehmer zurückfahren, wo auch immer sie hergekommen sind,
und dass sie was mitgenommen haben, dass sie glücklich sind und dass sie sagen, wow, das waren jetzt sinnvoll investierte 3 Tage meines Lebens und die Eintrittskarte und das Hotelzimmer haben sich gelohnt. Das ist für uns Veranstalter die größte Befriedigung. Zweiter Wunsch ist, dass du nächstes Jahr wiederkommst. Du bist ja inzwischen ein Stammgast mit MoneyCap. Das ist keine Frage. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Felix. Auch dir vielen Dank.